Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Tyrant. Ah. Zu einem weiteren Let's Play Tyranny mit Paxis. Wir gehen mal weiter und schauen uns weiter Letians Kreuzung an. Und ich hoffe, dass ich dran denke, dass wir am Ende der Folge dann wieder uns ein bisschen mit Barik unterhalten, damit wir das alles abgearbeitet haben und ihn dann wegschicken können. Es kann auch sein, dass ich mit Barik weiterspiele, wenn ich merke, dass die Arkontin nicht so zu 100% zu uns passt, aber ich fand sie auf jeden Fall sympathisch und interessant und wie gesagt, Barik passt nicht so ganz zu unserer Gruppe, zu unserer Einstellung. So leicht rebellisch, so leicht für sich alleinstehend und nicht direkt verbunden mit irgendeinem Arkonten. Also auch die Schmelten bauen teilweise ganz schön Mist, deswegen würde ich ja lieber für mich alleine stehen. Ich glaube, da kann ich besser meine Rechtschaffenheit durchziehen. So, reden wir mal mit Vintara. Vintara. Einen guten Tag, Schicksalsbinder. Die Soldatin salutiert kurz vor dir, dann nimmt sie Haltung an. Ich heiße Vintara, willkommen in Letians Kreuzung. Kommandantin, es ist eine Weile her, dass ich die Kreuzung verlassen habe. Schön, dass hier Ordnung herrscht. Barik nickt. Barik, ich habe dich seit dem Marsch auf das unbeugsame Land nicht mehr gesehen. Es scheint dir seitdem gut ergangen zu sein. Sie mustert ihn von oben bis unten. Was ist da draußen mit dir geschehen? Ich habe einiges erlebt, nicht somit ich nicht klarkäme. Nun, du siehst fürchterlich aus. Ich will dich so schnell wie möglich in einer anständigen Uniform sehen. In einer anständigen Uniform stehen. Okay, sehen soll eigentlich heißen. Verstanden? Ohne auf eine Antwort zu warten, nimmt sie wieder Haltung an. Womit kann ich dir helfen? Kannst du mir etwas über Letians Kreuzung sagen oder erzählen, was vor sich geht? Unser Befehl lautet, Letians Kreuzung zu garnisonieren. Wir sollen die Sicherheit der Einzelgebundenen gewährleisten. Kyros Gesetze wahren und die Siedler beschützen. Und wir haben es mit einer Bande von Söldnern aus den freien Städten zu tun, die wir zurück nach sinkende Sonne prügeln müssen. Sie hustelt nervös, sie meint wahrscheinlich die Bronzenen. Nun ja, das ist nicht der offizielle Befehl, aber du verstehst schon. Es gibt etwas Ärger wegen einem Dieb in der Stadt, aber ich will dich jetzt nicht mit solchen Kleinigkeiten belästigen. Meine Soldaten werden damit sicher fertig. Okay, kein Nebenquest, das war's dann also schon. Gute Reise, Schicksalsbinder. Sie tippt sich mit dem Handschuh an den Helm und verneigt sich tief. Wir haben ja so krasse Loyalität, dass die natürlich alle gut auf uns zu sprechen sind. Und das ohne, dass ich mich wirklich krass angestrengt habe, aber die Geschmähten lagen mir halt doch besser als die vom Scharlachroten Chor. Mir fällt gerade ein, ne, wo ist denn der Händler? Da. Ich habe ja noch ein, zwei Sachen, die ich verkaufen will. Und zwar erstmal die ganzen Rüstungsteile, die ich nicht brauche. Dann nochmal dieser Achaz. Ich glaube mittlerweile doch, dass er nur 50 Kupferringe an den Typ da gegeben hat an der Brücke, deswegen war es gar nicht so schlimm. So, noch irgendwas, das wir nicht brauchen. Ich frage mich, ob wir irgendwann noch einen Tiermensch bekommen, wenn wir rohes Fleisch haben und Tiermenschen rohes Fleisch ohne Risiko essen können, dann ist es vielleicht so, dass wir noch einen Tiermenschen bekommen. Ich weiß es nicht, aber wäre eigentlich ganz geil. Das ärgert mich ja umso mehr, dass ich als Vorgeschichte nicht den... Soll ich das wegschmeißen oder verkaufen? Ja, eigentlich brauchen wir es nicht mehr. Aber das ärgert mich ja dann doppelt so sehr, dass ich nicht die Vorgeschichte genommen habe, wo wir halt bei den Tiermenschen aufgewachsen sind. Aber naja, können wir jetzt leider nicht mehr ändern. So. Hier gab es nicht mehr, oder? Nee. Dann gehen wir mal auf die nächste Ebene oben drauf, oder? Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ich wusste es. Was haben wir denn da? Schläfriger Fall. Bei kritischen Treffern mit Waffe für 300 Sekunden. Ziel verglichen mit Wille. Schlafend. Söldner an den Stufen verwenden schläfriger Fall, um Schlaf über ihre Feinde kommen zu lassen. Jeder Alchemist weiß, dass es einfacher ist, ein Gift herzustellen als ein Schlafmittel. Deswegen wird es nur Meistern des Handwerks gestattet, diese zuzubereiten. Das benötigte Feingefühl und Können, um die Zutaten im richtigen Verhältnis zu mischen, erhöhen den Wert des fertigen Tranks und garantieren gute Ergebnisse. Schlaftränke werden auch eingesetzt, um Gefangene bewegungsunfähig zu machen, um sie weiter verhören zu können. Bei kritischen Treffer mit Waffe für 300 Sekunden. Schlafend. Okay. Nehmen wir erstmal alles. Wir haben echt schon viele besondere Tränke. Hier ist auf Garantie auch noch irgendwo was. Might we not simply break it?
Opal, das scheint einiges wert zu sein. Granat und beschädigtes Heft. Die Klinge dieses Schwertes ist zwar zerbrochen, doch die Handwerkskunst, die das Heft aufweist, ist beeindruckend. Ein Meisterschmied im Turm-Upgrade, Schmiede. Im Turm-Upgrade? Schmiede weiß vielleicht mehr über diesen Gegenstand. Okay, nehmen wir mal mit. Untersuche diesen Gegenstand. Bringe diesen Gegner zu einem Schmiede im Turm-Upgrade, Schmiede, um ihn weiter zu untersuchen. Okay. Werde ich tun. Ich dachte, die Erdhexen wären weitergezogen, aber es sind echt noch ziemlich viele Erdhexen unterwegs, dafür, dass sie angeblich weitergezogen sind. That wasn't so hard. Oh, Listaufstieg. Ah, List- und Levelaufstieg bei Barrick. Sehr geil. Wachtod, Sumpfbeere. Bären finden wir auch einige. Da fällt mir gerade ein, ich wollte nochmal nachgucken, wie Wissen hat denn eigentlich momentan. Paxis, Wissen. 34, weil wir haben 30 gebraucht, um der Verzauberung von Sirin zu widerstehen. Das ist halt echt jetzt zu knapp gewesen. Dann wollen wir mal gucken. Gut, was nehmen wir denn da jetzt? Was nehmen wir denn da jetzt? Bekommen wir vielleicht auch hier diesen dritten Bonuspunkt hin? Nee, noch nicht. Müssen wir wahrscheinlich auch ihn auf 17 leveln. Ich überlege gerade, ich werde ihn wahrscheinlich eh nicht weiterspielen, wenn das so klappt, wie mir das vorstelle. Aber dann würde es natürlich Sinn machen, ihn auch auf 17 zu bekommen und hier dieses plus 3 hinzubekommen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach, um mir nicht weiter meine Zeit zu verschwenden. Energie, Genauigkeit. Genauigkeit wäre auch nicht schlecht. Um ehrlich zu sein, aber ich glaube, ich gehe erstmal auf Stärke. Und genau, Bruch durch die Mauer. Ein mächtiger Angriff mit mehreren Treffern, der den Gegner benommen macht, betäubt und zerrüttet. Ja. Kampfübung. Wenn Barrick in der Gruppe ist, erhalten alle Mitglieder Bonuserfahrung. Beine aus Eisen wurzelt dich an Ort und Stelle, wodurch die Immunität gegenüber... Na, das ist egal. Kunst der Klingen. Erhöht den Schaden von einzeln eingesetzten Handwaffen und den Schaden von zwei Nahkampfwaffen moderat. Plus 20% Zweihandwaffen, 20% Einhandwaffen. So, und hier erfordert 6 Punkte in den Bestraferbaum investierte Talentpunkte. Das heißt, wir müssten jetzt noch einen hier irgendwo reinpumpen. Wildes Gebaren. Barrick wird zu einer furchteinflößenden Macht auf dem Schlachtfeld. Die Entschlossenheit von Feinden in Barricks Nähe reduziert. Passiv. Alle 3 Sekunden. Wirkungsbereich. Minus 1 Entschlossenheit. Ich glaube, dann nehme ich lieber den mehr Schaden. Und dann haben wir nämlich die 6 Punkte. Das brauchen wir eigentlich nicht. Diese Beine aus Eisen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Weil da können wir uns nicht mehr bewegen. Ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf. Plus 40% Ausdauerverteidigung. Das ist halt auch nicht schlecht. Minus 1 Entschlossenheit. Aber ich glaube, ich nehme das hier, Bestrafer. Hier will ich eigentlich, glaube ich, gar nichts rein investieren. Wir nehmen einfach diesen Baum hier weiter. Mal gucken, ob wir ihn überhaupt... Ich denke, ich werde ihn eh nicht ewig weiterspielen. Deswegen mal schauen. So, haben wir das auch. Aber schön, dass man auch außerhalb der Kämpfe mal auflevelt. Als nächstes ist dann Laundry dran mit Level 6. Und vor allem ist App gerade mal auf Level 5 und jetzt schon so mächtig. Das ist der Wahnsinn. Die wird auf jeden Fall wahrscheinlich nie ausgetauscht werden. Ich mag die auch. Sorry, hätten sie vielleicht mal noch was verstecken können. Ja, Barrick ist am ehesten der, der nicht so richtig in die Gruppe passt. Der ist zwar okay, aber nicht perfekt. Ich denke halt, dass die Sirin besser passen würde. Weil es ist geil, ich meine, dann habe ich eine eigene Arkontin in meinen Reihen. What the fuck, das ist doch mal mega nice. Die sind ja schon, das sind ja mit die mächtigsten Marker, die es gibt. Aufgrund der vielen Plünderungen können alle Brücken und Rampen in Letians Kreuzung angehoben werden, damit die Siedler Zufluchtsort haben. Einen sicheren Zufluchtsort haben, so ist richtig. Azurglocke. Das ist krass, wie viele Boni man hier findet, das ist echt der Wahnsinn. Ah, ein Geheimnis. Oder ein Versteck, besser gesagt. Oh, Calcedon. Das finde ich auch geil. In den ganzen anderen Spielen oder in vielen anderen Rollenspielen hat man immer nur diese 3, 4 gleichen Edelsteine. Und hier scheint es so viele verschiedene zu geben. Opal, Rubin, dann Calcedon. Da hat man schon mal, also der Name sagt mir was, aber an den würde ich so nie denken.
Richtig geil. Granat kennt, glaube ich, jeder, Opal auch, aber zum Beispiel Chalcedon ist ein eher ungewöhnlicher oder nicht ganz so bekannter Edelstein, aber scheint recht wertvoll zu sein. Und wieder eine Hütte, in die wir rein können. Oder Haus oder wie auch immer. Schauen wir mal. Es wird wahrscheinlich einfach wieder eine Bude sein. Vielleicht eine Schmiede, von der die geredet haben. Aber ich glaube nicht, dass es was sehr Großes sein wird. Ja, einfach nur eine Bude, sage ich doch. Bronzene Großaxt schon wieder. Die halt keiner braucht. Die brauchen die auch nicht. Ich meine, was wollen die mit einer Zweihandwaffe? Damit können die gar nicht umgehen. In diesen Gebäuden scheint meistens immer nur ein was zu sein, wo man plündern kann. Phaedra und Dea. Phaedra, eine Frau mit heiterem Gesicht grüßt dich, als du näher kommst. Willkommen in Letians Kreuzung, Wanderer. Ich heiße Phaedra und das ist meine wunderschöne Frau Dea. Ach, das sind zwei Frauen, die zusammen sind. Das finde ich aber sehr interessant, dass die hier in dem Spiel nicht nur zulassen, dass ein Mann mit einem Mann Sex haben kann und damit Homosexualität unterstützen, beziehungsweise, ja, was heißt unterstützen? Klingt immer so, wenn man das erzwingen wollen würde, sondern akzeptieren als Normalität, so wie es sich gehört. Und sondern das ist halt auch hier direkt zu so einbauen, also dass es halt auch wirklich Frau mit Frau gibt, die zusammenleben. Das finde ich cool. Aber passt meiner Meinung nach nicht so richtig zum Spiel. Also ich finde es geil, dass die versuchen halt in dem Spiel zu zeigen, dass es nichts Schlimmes, aber ich finde, es passt einfach überhaupt nicht in die Umgebung. Das ist so ein mittelalterliches Flair und wir sind hier in dem Spiel, wo Mord, Totschlag, Vergewaltigung und alles Mögliche an der Tagesordnung ist, aber anscheinend die Unterdrückung von Homosexualität scheint ja nicht normal zu sein. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also sie müssten ja auch in dem Spiel nicht aktiv Homosexualität unterdrücken, aber ich finde, sie hätten halt zumindest jetzt kein lesbisches Paar einbauen sollen. Also mich freut das auf der einen Seite halt sehr, dass sie es gemacht haben und halt dadurch Homosexualität normal darstellen, wie sie es gehört. Aber auf der anderen Seite trübt es ein bisschen mein Spielgefühl, weil ich finde, es passt nicht um die Umgebung rein. Ganz einfach. Weil es einfach für mich nicht logisch erscheint, dass in so einer Gegend, in so einem Spiel, mit so einer Atmosphäre, mit so einer Geschichte, dass sie da Homosexualität quasi akzeptieren ohne Probleme. Das finde ich merkwürdig. Dann können wir ja mal in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Sie deutet auf die blonde Frau mit der steinernen Miene, die neben mir steht und nur kurz die Hand zum Gruß erhebt. Was führt dich in die Stadt? Kann ich dir irgendwie helfen? Was kannst du mir über Letians Kreuzung erzählen? Ich habe den Großteil meines Lebens hier verbracht, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es darüber viel zu sagen gibt. Sie denkt nach. Wir sind ein Handelszentrum und eine Zwischenstation für Reisende. Die Mauern sind ein bisschen gruselig, aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an sie. Sie blickt zu Dea. Was ist mit dir, Schatz? Dea zuckt mit den Schultern. Ihre Miene verändert sich keinen Deut. Was gibt es zu sagen? Was gibt es zu... Ich überlege gerade, wie ich die anders betitel. Es ist immer so schwer, wenn zwei Frauen dann reden. Was gibt es zu sagen? Die Stadt ist in Ordnung, aber unter dem Joch einer Besatzungsmacht zu leben, macht es schwer, sich wirklich zu entspannen. Phaedra legt ihre Hand auf Deas Schulter und Dea seufzt. Es tut mir leid, dass wir dir nicht helfen konnten. Phaedra zuckt verlegen mit den Schultern. Du hast nicht immer hier gelebt? Mehrere Jahre vor Kyros Invasion zog ich aus Letians Kreuzung weg. Die Enkelin Letians zu sein, war mit einer Verantwortung verbunden, für die ich nicht bereit war. In der Bastardstadt lernte ich Dea kennen und beschloss, für eine Weile zu bleiben. Wir lebten in der Bastardstadt, als wir hörten, dass Kyros Truppen in die Stufen zogen. Also nahmen wir das als Motivation umzuziehen. Sie lacht. Und ich glaube, wir haben es gerade noch rechtzeitig hinausgeschafft. Wir sind eine Weile lang mit einigen Karawanen gereist, aber nichts fühlte sich wie ein Zuhause an. Bis ich nach Letians Kreuzung zurückkehrte. Man weiß nie, wie sehr man einen Ort vermissen kann, bis man eine Zeit lang weg war. Sie legt die Arme um Dea und drückt sie. Aber ich kann überall leben, solange sie bei mir ist. Es stimmt, dass die Geschäfte nicht mehr so gut laufen, aber das ist gewiss nur vorübergehend. Die Händler versprechen einem hoch und heilig, dass ihre Lieferanten nicht beeinträchtigt sind, aber jeder kann es spüren.
Ich habe Vertrauen darauf, dass die Welt sich bald wieder erholt. Die Leute nennen mich eine Närrin, aber ich sehe keinen Sinn darin, über sein Schicksal zu jammern. Man nimmt, was das Leben einem gibt, und man macht das Beste daraus. Du bist Letians Enkelin? Vermutlich nur eine von vielen, aber die einzige, die jeder kennt. Und bevor du fragst, nein, Eldian ist nicht mein Vater. Vielleicht hast du es noch nicht gehört, aber meine Großmutter war nicht gerade der Typ von Frau, der sich gerne niederlässt. Ja gut, aber eine Frau kann ja nicht 10 Kinder in 5 Jahren produzieren. Also ein Mann kann ja mehr Kinder machen, weil er ja mit vielen Frauen und so, na ist klar. Aber eine Frau, die kann ja nur nicht, weiß ich nicht, alle halbe Jahr ein Kind werfen, sondern das dauert ja. Also kann es ja nur nicht sein, dass die jetzt, weiß ich nicht, 20 Kinder, ich sag mal, produziert hat und 100 Enkel hat oder so. Aber naja, wie stehst du zu den Geschmähten? Ich habe kein Problem mit ihnen. Ihre Ausgangssperre mag ein wenig strikt erscheinen und es ist nicht leicht, sich all ihre Regeln und Vorschriften zu merken, aber ansonsten lassen sie uns in Ruhe unser Leben leben. Alles ist besser, als die Bruderschaft zu haben, ruft Deja. Gib mir 100 Regeln für jedes Mitglied der Bruderschaft, das aus dieser Stadt vertrieben wird. Okay, die hat aber keinen richtigen Bock auf die und auf uns vielleicht so. Kann doch nichts dafür! Jederzeit, Reisender, sagt Phaedra fröhlich. Wenn du sonst noch etwas brauchst, lass es mich wissen. Ach, ich finde die beiden nett. Ich finde es zwar nicht so richtig stimmig, dieses lesbische Pärchen hier im Spiel, so in der Umgebung, finde ich zwar nicht richtig stimmig, aber mir gefällt das. Mir machen die beiden Spaß. Kommt gut rüber. Und die war auch freundlich, ich mag das. Can't do that. Ja, war aber irgendwie, also auch wenn ich es nicht stimmig fand, war es wirklich eine sehr, sehr erfrischende Abwechslung. Bin gespannt, ob es weiter solche aufgeschlossenen Liebschaften gibt. Vielleicht auch mal zwischen dem Tiermensch und dem Mensch zum Beispiel. Zum Thema Aufgeschlossenheit. Ich habe mal gelesen, dass Genghis Khan, obwohl er ja ein ziemlich brutaler Herrscher und Eroberer war, dass Genghis Khan zum Beispiel vollkommene Religionsfreiheit in seinem Reich erlaubte. Das heißt, jeder durfte seiner Religion nachgehen, durfte Anbetungsstätten und Tempel dazu erbauen. Also das ist sehr interessant, muss ich sagen. Also falls es stimmt, aber das habe ich so gelesen. Warum lädt ihr das so lange, wenn man von der Stadt dann wieder hier in das Ding reingeht? Also das ist ein klein wenig merkwürdig bei so einem Spiel. Aber gut, das ist sowieso nicht super optimal programmiert. Also die Grafik frisst meiner Meinung nach mehr Ressourcen, als es auch nur ansatzweise notwendig ist bei der Grafik. Die frisst definitiv mehr Ressourcen als auch nur ansatzweise notwendig. Und dann die Ladezeiten jetzt in solchen Situationen, da muss halt einfach im Hintergrund muss halt einfach schon die Stadt quasi geladen sein. Also es kann ja nicht sein, dass die jetzt hier alles stundenlang wieder neu aufbauen müssen. Hat sich das Spiel jetzt aufgehangen? Wir haben auch keine Musik mehr. Nee, da geht's weiter. Sehr schön. Right. Was haben wir hier? Wachtod mal wieder. Topaz und Granat. Wir finden echt viele Sachen. Du hast die maximale Anzahl an Vorräten erreicht. Ja, egal. So viel ist es auch nicht wert. Dann lassen wir es halt drin. Swansen. Der gehört zu den Eisengebundenen. Ach, das sind die Eisengebundenen. Jetzt lernen wir die auch mal kennen. Swansen schichtet sorgfältig Eisenstücke in eine Kiste. Er bemerkt dich und wischt sich den Staub von den Händen. Ah, Schicksalsbinder. Ich fühle mich geehrt, dass du uns mit deiner Anwesenheit beglückst. Der eisengebundenen Händler, der euch eben noch nicht beachtet hat, hört euren Austausch und wendet sich dir zu. Wenn das nicht tun, dann... Es ist immer, wie gesagt, schwierig, zwei Stimmen gleichzeitig sich dann jetzt überlegen, wie man die anders spricht. Wenn das nicht tun, dann Schicksalsbinder ist. Willkommen, Letians Kreuzung. Er winkt Swansen zu. Mach deine Arbeit fertig, dann kannst du dich weiter mit dem Schicksalsbinder unterhalten. Swansen nickt eifrig und beginnt wieder mit dem Aufstapeln des Eisens. Du hast Zorn bei Eisengebundenen zugewonnen. Was habe ich denn gemacht? Mann! Sobald Swansen euch den Rücken zukehrt, wirft dir der Händler einen besorgten Blick zu. Ich möchte dein Urteil nicht in Frage stellen und ich danke für deine Hilfe, aber es ist nur... Der Zwei beobachtet Swansen gutmütige Naivität, als er ein Stück Rattenscheiße auf dem Boden nahe der Kiste untersucht. Es ist nur ein bisschen beunruhigend mitzuerleben, wie ein Mann wieder zu einem Kind wird. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich plötzlich alles vergessen würde, was mich zu dem gemacht hat, der ich bin. Ach so, das ist der Typ, alles klar. Ja, okay. Während Kyros Eroberung in der Stufen hast du entschieden, das Gedächtnis dieses Eisengebundenen vollständig zu tilgen, anstatt zu riskieren, dass er jemals versucht, die Magnetwelle zu verlassen und dem scharlachroten Chor beizutreten und den Massen des
das Geheimnis des Eisenschmieds zu verraten. Ja, weil ich damals gedacht habe, dass sie das anders machen mit einem easy Zauber und dass das nicht so gewalttätig abläuft, sonst hätte ich es nicht gemacht. Gespräch beenden. Dann würde ich sagen, reden wir noch mal eine Runde mit Barek. My Lord Binder, do you have something which requires my attention? Ja, Barek salutiert wie immer, als er sich umdreht, um dich zu begrüßen. What can I do for you? Erzähl mir von den Geschmähten. Warum hat die Legion den Aufstand von Vendriens Brunnen nicht verhindert? Ich glaube, das ist eine Frage, die du dem Scharlachroten Chor stellen solltest. Auch sie sollten sicherstellen, dass die Einheimischen besiegt und unbewaffnet blieben. Barek taumelt beim Sprechen nach vorne, von Eisenplatten in seiner Rüstung zum Knirschen bringt. Die Geschmähten sind Kyros Elite. Sie waren es, die ihre Pflicht nicht erfüllten. Wenn der Chor aggressiver rekrutieren hätte, wäre es vielleicht gar nicht zu einem Aufstand gekommen. Ich würde sagen, dass die Vendrienwache als einzig beteiligte Partei wirklich Schuld trägt. Schließlich war es ihre Rebellion. Ach so, ich habe gerade alles in der Stimme von Barek vorgelesen, obwohl das einfach nur eine bekloppte Antwort ist. Oh mein Gott. Die Geschmähten von Kyros Elite, sie waren es, die ihre Pflicht nicht erfüllten. Wenn der Chor aggressiver rekrutiert hätte, ich würde sagen, dass die Vendrienwache als einzige Partei wirklich Schuld trägt. Schließlich war es ihre Rebellion. Ja. Eine solche Vermutung ist deiner unwürdig, Schicksalsbinder. Vor Kyros sind die Angehörigen des Stufenvolks nicht mehr als Kinder. Wir legen ihnen ihre Ignoranz nicht zur Last, denn die Verantwortung, ihnen auf den rechten Weg zu helfen, obliegt uns allein. Das kann schon sein, aber... Ich will nicht, dass das Chor... aggressiver die Leute holt, weil dann sterben ja mehr und... Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass es die Schuld von... Na, vielleicht war es auch die Schuld der Geschmähten und ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen. Nee, im Endeffekt war es in erster Linie die Schuld von Vendriens Brunnen. Also, die haben die Rebellion gestartet. Was kannst du mir noch über die Legion erzählen? Die Geschmähten akzeptieren nur die Besten aller Krieger. Wir sind alle Freiwillige und Berufssoldaten. Keine Bauern und Fischverkäufer, die man zum Dienst gezwungen hat. In unseren Rängen gibt es ein ganzes Jahrhundert von Tradition, Ehre und taktischem Können. Wir lassen nicht jeden der Legion beitreten. Nur charakterlich starke und fähige Nordländer sind uns willkommen. Was wäre, wenn ein fähiger Stufenmann beitreten wollte? Wir würden nicht einmal den Meisterkämpfer des Stufenvolkes rekrutieren. Jeder Legionär ist über Blut und Lehnstreue mit denen verbunden, die einst während der Ankunft Kyros hinter Graven erstanden. Das ist ein Teil unserer Identität und das wird sich auch niemals ändern. Mal gucken, was es sagt, wenn ich frage, was ist mit mir, was wäre, wenn ich beitreten wollte? Du bist den Geschmähten ein Verbündeter gewesen, aber in dieser Angelegenheit gibt es nichts zu diskutieren. Wenn du jünger und nicht bereits in Tunons Diensten eingeschworen wärst, dann vielleicht. Ich würde dich als Verbündeten akzeptieren, nicht aber als Vasall. Warum also wird die Legion die Geschmähten genannt? Das ist ein aus der Schande geborener Name, den wir nun mit Ehre tragen. Ja. Nachdem sich Graven Echt Kyros widersetzt hatte, zwang man ihm viel aufzugeben. Seine Gefolgschaft, seinen Stolz und den Namen seiner gerühmten Armee. Wie wurde die Legion ursprünglich genannt? Alle bis auf Echt und Kyros haben den Namen vergessen und dieses Thema zur Sprache zu bringen, gilt als schlechtes Benehmen. Aber da du nicht einmal das wusstest, sage ich dir zumindest Folgendes. Geschmähte ist der einzige Name, unter dem man uns kennen muss. Ja, wir haben aber den Namen von Echt erfahren, von daher egal. Lass uns von etwas anderem sprechen. Zurück zu meinen vorherigen Fragen. Ich habe einige Fragen über den Scharlachroten Chor. Die Verbündeten, die uns bei der Eroberung der Stufen helfen sollten? Gewöhnliche Verbrecher, jeder einzelne von ihnen. Was möchtest du über den Scharlachroten Chor erfahren? Was weißt du über Nerads Stimmen? Der Kont der Geheimnisse? Mehr als Gerüchte und Spekulationen kenne ich auch nicht, aber letztendlich weiß niemand mehr über die Stimmen. Manchen Berichten zufolge ist er in Wirklichkeit tot und der Oberherr hat den Verstand seiner Feinde in demselben Körper gefangen, um sie alle zu foltern. Diese Erklärung ist so wahrscheinlich wie alle anderen, die ich gehört habe. Manchen Berichten zufolge ist er in Wirklichkeit tot und der Oberherr hat den Verstand seiner Feinde in demselben Körper gefangen, um sie alle zu foltern. Oh. Ehrlich gesagt weiß ich nur wenig über die Stimmen, habe aber Grund zur Vermutung, dass fast alle Gerüchte über ihn wahr sein könnten. Du könntest mir auch sagen, dass seine Tränen Käse zurück zu Milch verwandeln könnten und es wäre sinnvoller, dir Glauben zu schenken, als dich zu verlachen. Weißt du irgendetwas über seine Mächte? Ich bin kein Gelehrter der Zauberei, aber soweit ich es verstehe, stiehlt Nerads Stimme anderen den Verstand. Man sagt, er kann einem die Gedanken rauben und sie zu seinem eigenen machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Als mich die Geschmähten rekrutierten, befahl mir der Eisenmarschall, niemals ohne Augenzeugen zu einer Audienz bei Nerads Stimmen zu erscheinen. Hältst du ihn für loyal?
Ja, fast ohne Zweifel. Du warst beim Aufstand von Vendriens Brunnen dabei. Der Schalarote Chor schien zu beabsichtigen, die Kriegsbemühungen der Geschmähten zu verzögern. Sie wollten uns ohne Frage vom Brunnen fernhalten und den Maul von Kyros Edikt preisgeben. Ach, illoyal, nicht loyal, das war gerade falsch. Ich habe gehört, dass seine Tränen Käse zu Milch verwandeln können. Du hast Loyalität bei Barry gewonnen. Das ist sehr amüsant, Schicksalsbinder. Okay, sie teilen also beide den gleichen Humor. Das ist gut. Was weißt du über seine Kollegin, die Arkontin Sirin? Ah ja, die gehört jetzt zu uns. Sirin ist die Arkontin der Lieder und die jüngste ihrer Riege. Sie kann alleine mit ihrer Stimme männliche Gefühle beeinflussen. Nerats Stimme mag ja der Leiter des Chors sein, aber ich würde sagen, dass Sirin dessen beste Waffe ist. Ja, aber die gehört halt, ich glaube, sie gehört zwar zu Nerats Stimmen, aber man würde lieber ihr eigenes Ding machen, oder? Sie kam jetzt nicht wie so eine Verfechterin des blutigen, blöden, bösen Chors vor. Nerats Stimmen setzte ihre Talente geschickt ein. Er ließ sie die Küste hoch und runter ein Lied singen, worauf das Stufenvolk scharenweise zum Chor desertierte. Zurück zu meinen Fragen über den Schalarroten Chor. Was kannst du mir über die Truppen und Taktiken erzählen? Ne? Taktiken? Ich wusste gar nicht, dass sie welche haben. Der Chor ist mehr ein irregulärer Mob als eine richtige Armee. Trotzdem, sie sind ein gut bewaffneter Mob und in ihrer lächerlichen Version einer Kampftruppe gibt es auch einige wenige richtige Krieger und Magier. Was weißt du über ihre Krieger? Die meisten Chorratten sind ungeübte Bauern, denen man ein Messer oder eine Mistgabel in die Hand gedrückt hat. Für den Dienst an der Front muss man nicht viel können, man braucht nur ein schlagendes Herz, mehr benötigt der Chor nicht. Natürlich ist nicht jeder im Chor ein schwächliches Kind oder eine kränkliche Schrulle. Ihnen schließen sich auch einige ehemalige Soldaten und Verrückte an. Die Kämpferelite des Chors bildet eine Clique, die als Schalarrote Hüter bekannt ist. Welche Art von Magie setzt der Chor ein? Warum muss ich nur zweimal draufklicken? Die Blutkantoren sind Magier, die Nerats Stimmen folgen. Wie der Chor selbst ist ihr Orden nicht voll der Tradition und Geschichte, sondern eher auf dem gestohlenen Wissen anderer Gilden aufgebaut. Die Ältesten der Blutkantoren sind Verräter von der Schule der wilden Wut. Sie sind so unbeständig und gefährlich wie das Feuer, das sie verehren. Deswegen wurden sie von jedem Reich geächtet und von den meisten vernünftigen Völkern gehasst. Als Nerats Stimmen ihnen schließlich ein Bündnis anbot, nahmen viele der Wutmagier das Angebot an, die Stufen in Brand zu setzen. Dank ihrer Feuermagie haben sie einen Platz auf dem Schlachtfeld sicher, aber sie verstehen sich auch auf Lieder, die einen Herz und Verstand bewegen. Diese mutterlosen Schweine können Zauber wirken, die den Mut eines Mannes stärken oder sich seiner Ängste bedienen. Wenn der Chor nur ein Mob ist, wer führt ihn dann an und versorgt ihn mit Nachschub? Nerats Stimmen gibt seinen Elitekommandanten Befehle, die wiederum den Bandenhauptmännern Anweisungen geben. Unterhalb dieser Hierarchie aber herrscht blankes Chaos. Ganze Banden werden sich aus der größeren Haupttruppe lösen und wieder in ihre Heimatländer verschwinden. Die Ineffizienz des Chors kann man nicht in Worte fassen und dennoch gibt es nie ein Problem, die im Durcheinander Verlorenen zu ersetzen. Der Chor muss viele Münder ernähren, weshalb die Rekruten, die nicht kämpfen können oder wollen, Essen und Wasser suchen müssen. Wenn sie das nicht tun, werden sie gleich an die Schweine verfüttert und so sinngemäß selbst zu Essen und Wasser. Barik zuckt mit den Schultern. Ein schöner Gegensatz zu Ehre, Effizienz und Anständigkeit der Geschmähten. Die Legion fordert Mut und Zähigkeit, aber sie gibt uns gutes Eisen und lässt ihren Soldaten nicht wie Geier nach Nahrung suchen. Zurück zu meinen vorherigen Fragen über den Schalarroten Chor. Wie konnte der Schalarrote Chor seiner Meinung nach so viele Stufen Männer und Frauen vom Beitritt überzeugen? Alles. Warum fragt denn da immer alles doppelt und dreifach? Ich bin leider so notorisch veranlagt, ich kann das nicht überspringen, obwohl ich die Antwort schon weiß. Sirin stimmt, bla bla bla, sie geben denen immer die Möglichkeit, entweder sterbt oder kämpft für uns. Alles begann mit Sirin. Sie sang ein Lied, mit dem sie ganze Dörfer dazu brachte, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Und als diese Bauern erst einmal ihre Nachbarn oder Cousins für Nerats Stimmen erschlagen hatten, wurden sie dadurch entweder zu brutalen Kriegern oder zu willenlosen Sklaven. Auch viele Verbrecher und Herumtreiber haben sich dem Chor angeschlossen. Anscheinend braucht der Abschaum der Stufen nicht mehr als ein Versprechen auf Ruhm und sanktionierte Ausschweifungen, um sich gegen ihre Nachbarn zu wenden. Viele treten dem Schalarroten Chor bei, weil sie lieber auf der Seite des Siegers stehen wollen. Welch eine Schande, dass solche Patrioten nicht von gestandenem Notblut sind. Zu schwach oder zu zart, um geschmäht zu sein. Mehr Ungebundenheit von der Lehnstreue zu den jüngeren Königreichen außer dem Schalarroten Chor gibt es nicht für sie. Nicht jeder hat das Glück, Tunons Vertrauen zu gewinnen. Es ist besser, die Angehörigen des Stufenvolks Kyros in irgendeiner Form dienen zu lassen, als sie in Massengräbern verrotten zu sehen. Die Geschmähten weisen alle Angehörigen des Stufenvolks ab.
Das scheint mir auf törichte Weise wehrig zu sein. Angehörige des Stufenvolks wären nur ein schwaches Glied für geschmähten Schildwall. Die Geschmähten weisen alle Angehörigen des Stufenvolks ab. Es ist besser, die Angehörigen des Stufenvolks Kyros in irgendeiner Form dienen zu lassen, als sie in Massengräbern verrotten zu sehen. Das verstehe ich am ehesten so. Ne? Am besten sollten sie Getreide für die Geschmähten schleppen, aber du hast sicherlich recht. Selbst der niederste Kriecher aus dem Stufenvolk hat eine Chance verdient, zu dienen, und wenn es nur zum Verheizen an der Front ist. Genug vom scharlachroten Chor. Good. Let's move on to another matter. Was kannst du mir über die Stufen erzählen? Oh Gott, das ist auch wieder viel. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Praxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.